Ich würde Sie gern zum Kinderfilmfest München einladen und fange da mit meiner allerersten Empfehlung an, Abu Lile. Das ist ein israelischer Film von Jonathan Geffer und israelische Kinderfilme gibt es nicht so häufig, deswegen ist es jetzt eine einmalige Gelegenheit, sich Abu Lile anzuschauen. Ein Film, der von einem Monster handelt und die Freundschaft von Adam, einem Jungen, zu diesem Monster erzählt. Abu Lile ist ein Monster und es gibt auch mehrere Monster, also mehrere Abu Lile, und die tauchen immer bei den Kindern auf, die in irgendeiner Form Hilfe brauchen. In dem Fall ist es Adam, der sich für den Tod seines großen Bruders verantwortlich fühlt, und die ganze Familie leidet natürlich darunter, dass der große Bruder gestorben ist, und Adam wird sozusagen zum Einzelgänger und trifft dann auf Abu Lile und kann dieses Monster mit einer sehr, sehr süßen, roten Limonade aus seinem Versteck holen und hat dann eben einen Freund. Und Abu Lile hilft ihm, über diese schwierige Zeit hinwegzukommen. Und was ich an dem Film auch sehr, sehr interessant und spannend finde, ist, also es gibt nicht so viele Filme, die in Israel entstehen, die für Kinder oder Familien geeignet sind, und man erfährt sozusagen über diese Heldengeschichte, über diese Freundschaftsgeschichte auch noch sehr viel über Israel. Der Film spielt in Jerusalem in dem Fall, und da werden dann Luftschutzkeller zum Beispiel nebenbei erwähnt, weil in jeder Schule, in jedem Häuserblock gibt es Luftschutzkeller. Die Sicherheitsteams laufen mit großen Knarren herum, und das ist sozusagen so eine Metaebene, die da mit transportiert wird, und das finde ich an dem Film sehr, sehr spannend, weil man da nicht nur eben was über diesen Helden Adam und seinen Freund Abu Lile erfährt, sondern eben auch sehr viel über Israel und eben in dem Fall Jerusalem. Also unbedingt anschauen, ein toller Film für die ganze Familie. Den Film, den ich Ihnen auch noch sehr, sehr ans Herz legen will, ist Auf Augenhöhe von Efi Goldbrunner und Joachim Dollhoff. Das ist ein Film, der in der Initiative Der besondere Kinderfilm entstanden ist. Die Initiative bemüht sich, Filme zu fördern, die eben nicht nach großen Büchern, bekannten Serien oder Computerspielen oder so entstanden sind, sondern wirklich ein originäres Drehbuch haben. Und in dem Fall geht es um Michi, einem Heimkind, der durch Zufall erfährt, wer sein Vater ist. Und dann macht er sich auf die Suche nach seinem Vater und stellt dann fest, dass es ein zwergwüchsiger Mann ist. Und das ist für ihn erstmal eine Überraschung. Und wie die beiden zueinander finden und ob sie zueinander finden, davon erzählt der Film in wirklich ganz, ganz tollen Bildern. Die Kamera hat Jürgen Jürges, und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte, die aus dem Leben eines Kindes, das hier in Deutschland lebt, erzählt, und sollte man sich unbedingt anschauen. Einen Film, den Sie auch auf gar keinen Fall verpassen dürfen, ist Der lange Weg nach Norden, ein französischer Animationsfilm von Rémy Cailler. Animationsfilme sind auch so fast mein Lieblingsgenre, deswegen versuche ich jedes Jahr sozusagen auch einen außergewöhnlichen Animationsfilm einzuladen, und der ist auch sozusagen hier auf dem Plakat zu sehen. Da geht es darum, dass die junge Sascha, die ist 15, wächst in aristokratischen Kreisen auf, und die glaubt nicht, dass ihr Opa verschollen ist, der sich auf die Suche nach dem Nordpol gemacht hat. Also er wollte den Nordpol entdecken. Sascha begibt sich auf die Reise, um ihren Großvater zu suchen, der eine Expedition zum Nordpol unternommen hat und nicht zurückgekehrt ist. Und Sascha kann einfach nicht glauben, dass ihr Opa verschollen ist. Und sie muss dann zunächst mal in einer Spelunke bei den Seemännern ausharren und arbeiten, um zu warten, dass ein Schiff sie mitnimmt. Und ob und wie sie ihren Großvater dann findet, das lasse ich jetzt mal offen. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr schöner Animationsfilm, der sich auch unterscheidet von den amerikanischen, die man sonst im Kino zu sehen bekommt. Und er hat auch schon einen Preis in Annecy gewonnen beim Trickfilmfestival, den Publikumspreis. Also der ist wirklich sehenswert, mit einer sehr, sehr starken Hauptfigur, einem Mädchen, das sich durchsetzt und gegen alle Konventionen sozusagen sich auf die Reise begibt und da ein großartiges Abenteuer erlebt. Also das
wäre meine unbedingt letzte Empfehlung.